Guten Abend. Es ist mir wieder ein Nachtrag wert zu dem Buch, zu meinem Buch. Die Kuh ist nichts, Unbildung alles. Das wird einem bei Gebildeten nie auffallen. Das machen die auch nicht. Dafür sind die viel zu anständig. Ich spreche von diesen stolzen Idioten, die irgendwelche Weisheiten einfach so herausplatzen und verkünden und wenn es geht auch Punkt sagen, um sich mehr Ansehen und mehr Wichtigkeit zu geben. Übrigens, wichtig kommt von Wicht, ne? Ich lese euch mal kurz einen Teil aus dem Buch vor und dann gebe ich euch noch ein paar Beispiele. Es geht. Macht was, sage ich ja, und macht's gut. Was kann man gegen diese stolzen Idioten tun? Naja. Keiner kann über sich sehen. Jeder glaubt von sich ausreichend gebildet zu sein und verwechselt dazu oft Bildung mit Intelligenz. Schopenhauer sagte es, wie ich es in der Überschrift niederschrieb. Keiner kann über sich sehen. Den genialen Denker möchte ich nicht weiter zitieren, sondern ich fasse seine Sätze zum Thema etwas zeitgemäßer so zusammen. Jeder hat seinen begrenzten Geisteshorizont. Er sieht in anderen nur seine eigenen Fähigkeiten, nicht mehr. Schlimmer noch, er erkennt bei den anderen maximal seine eigenen Schwächen und Charakterfehler. Das ist umso gruseliger, je verblödeter die Menschen sind. Und das Sprichwort, was ich selber denke und tue, traue ich jedem anderen zu, wird damit leicht erklärlich. Dazu aus meinem eigenen Erleben. Der bereits erwähnte ärmliche Direktor, dieser Metzger, versuchte doch tatsächlich etwas in dieser Art. Kurze Anmerkung, wer den Mann erkennt, ihr müsst ja nicht unbedingt hinschreiben, aber ihr könnt euch etwas, naja, grinsend zurücklehnen und einfach nur kurz zuhören. Das war an so einer rot gestrichenen Schule in Schwerin. Der heißt auch nicht Metzger. Gut, weiter. Fast jeden Nachmittag war ich in der Schule. Warum, erzähle ich weiter unten. Und an solchen Nachmittagen kamen immer wieder Schüler mit Fragen zu allerlei Schulstoff, die ich natürlich gern beantwortete. Immer bot ich im Unterricht an, schwierigen Stoff nachmittags gemeinsam zu wiederholen und oft nutzten es meine Schüler und Schüler anderer Klassen kamen dazu. Metzger warf mir doch tatsächlich in einem Gespräch vor, ich würde mich nie um die Kinder kümmern und mich sogar allen Fragen der Schülern verweigern. An diesem Tage war ich nicht baff. Anmerkung, sonst war ich immer, na, sagen wir mal, ja, baff und erstaunt und dachte mir, wie kann der so einen Quatsch erzählen? Und war sehr höflich und habe deswegen den Mund gehalten. Also nochmal, an diesem Tage war ich nicht baff, sondern forderte ihn auf, mitzukommen. Er sollte mit mir in einen Übungsraum gehen, wo sich zu der Zeit Schüler aufhielten, damit er sie selbst fragen konnte. Natürlich war Metzger zu feige. Noch zu einer anderen Betrachtung des begrenzten Horizonts. Ein Ungebildeter wird jedem anderen Menschen bestenfalls seine eigene beschränkte Handlungsfähigkeit zubilligen. Ja, der geistig arme Mensch kann auch etwas denken, ihm fehlt aber die Bildung und so denkt er eben begrenzt. Zur Erinnerung, denken bedeutet Wissen mit neuen Situationen zu kombinieren, um eigene Handlungen daraus abzuleiten. Na gut, und so weiter. Nochmal zurück zu diesem Bild. Jetzt könnte man ja rummeckern und sagen, ja, ich habe die Schnauze voll, hatte ich ja mal ein Video gemacht über diesen Professor Löser, glaube ich, hieß er. Ja, ich habe auch die Schnauze voll, das schon. Aber man kann was dagegen tun. Erinnern wir doch uns daran, dass diese Idioten eigentlich die Trottel von früher sind, die sonst keiner beachtet hatte. Bestenfalls wurden sie zusammengeschissen und angefahren. Ich komme dann gleich nochmal drauf zurück. Ein anderes Beispiel jetzt. Mir sagte jetzt letztens jemand, also ich will ja jemanden fragen, statt alles im Alleingang zu tun. Ich war in der höflichen Variante und habe ungefähr so geantwortet, ja, stimmt, wenn ich nicht schon zig Leute gefragt hätte und ja, klar, dann wäre das wohl richtig, ja, dann ja. Ich habe aber diese Leute gefragt, diese zig Leute und alle haben mir das Gleiche geraten. Dazu habe ich mich seit einem Jahr belesen zu dem ganzen Thema, also jetzt weiß ich es wirklich. Ja, es sieht so aus wie Alleingang, aber ich folge nur diesen Rat dieser Leute, die es wissen. Das wäre die sehr höfliche Variante. Der andere war ja auch höflich und hatte gesagt, ich würde ja. Aber wir wissen ja, was dahinter steht, ne?
hat mir in diesem Fall totalen Alleingang und Besserwisserei oder sonst was vorwerfen wollen. Wenn einem das einer so ähnlich sagt, kann man auch direkter sagen, ja, wenn man nichts weiß, dann fragt man. Was ich übrigens schon ausreichend tat. Und wenn man nichts weiß, dann hält man den Mund. Oder etwas barsch. Quatsch! Bilden Sie sich, bevor Sie überhaupt etwas sagen. Nochmal zu diesem Anfahren, zu diesem barschen Verhalten. Warum denn nicht? Das sind die Blöden doch, die waren früher gewöhnt. Das waren doch diese Penner, die bestenfalls angefaucht wurden und ansonsten zurechtgewiesen beziehungsweise nicht mal beachtet wurden. Also gewöhnt sind sie es. Und jetzt trauen sie sich ja, ne? Jetzt sind es ja die Leute, die ja plötzlich was zu sagen haben. Und jetzt kann man sie, und das hat wirklich super in der letzten Zeit funktioniert, ganz einfach wieder anfauchen und sagen, reden Sie keinen Blödsinn. Nicht duzen. Behalten Sie Distanz, lieber Leser. Nicht duzen. Reden Sie keinen Quatsch. Reden Sie keinen Blödsinn. Reden Sie keinen Scheiß, habe ich auch schon gesagt. Bilden Sie sich. Und dann können Sie vielleicht was sagen. Naja, wenn die sich trauen, trauen wir uns auch. Also gegenhalten, Leute. Sonst wird es nicht besser. Wir haben die ganze Zeit den Mund gehalten. Und es ist schlechter geworden. Wir waren so rücksichtsvoll und so weiter und dachten, naja, diese armen Hunde, was können die schon? Naja, gut, sollen sie reden. Nee, die sind zu laut geworden mittlerweile. Die haben sich verbündet. Klar, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich möchte jetzt gar nicht auf das Wort Regierung eingehen. Wir wissen aber alle, worum es geht. Also, Leute, dagegenhalten, macht was, fahrt die ruhig mal wieder an und sagt ihnen, dass es Blödsinn ist, dass sie lieber den Mund halten sollten. Wer keine Ahnung hat, Mund halten. Oder Hals. Sagt man nicht, ne? Gut. Also, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und Abend. Nö, eigentlich ist es schon Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Denkt drüber nach. Und trotz alledem, jetzt höflich bleiben in den Kommentaren und beim Thema bleiben. Also, alle guten Wünsche. Macht was, aber macht's gut. Bis dann.